Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mount & Blade 2 Bannerlord. Heute spielen wir wieder eine Runde Siege und zwar als Verteidiger. Was nehmen wir da am besten? Ich tue mal refreshen hier. 54 ist das schon im vollen Gange? Wahrscheinlich. Flanders Empire. Wir probieren einfach mal. Heute spielen wir die netten lieben Verteidiger von Britannia. Und ja, dieses Mal müssen wir die Burg verteidigen. Es ist noch warm ab. Lustig mal auf jeden Fall die andere Seite zu sehen. Jetzt sehen wir aber, ich finde, ich kann es jetzt schon sagen, die Verteidiger haben es einfach deutlich einfacher hier, die Sachen zu verteidigen. Weil ihr seht, erster Wall müssen wir hier durch. Dann müssen wir, also zuerst Außenpunkt erobern, dann erstmal hier durch, erster Wall. Den Punkt erobern. Hier der zweite Wall. Das ist eben das Krasse. Hier ist einfach noch ein zweiter Wall. Muss man auch hier erstmal dann da durch. Und währenddessen wird man, wenn man da unten das einnimmt, wird man da wieder beschossen. Und hier müssen wir uns auch erstmal durchhacken, soweit ich das verstanden habe, durch dieses Gate, dass wir da durchkommen. Das ist echt extremst schwer. Oh, zumindest klappt das gleich. Das ist echt eine extrem schwere Situation. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal als Verteidiger an. Als Verteidiger ist es, denke ich, aber echt wesentlich einfacher als Angreifer. Da müssen wir unbedingt noch was dran schrauben. Und hier, seht ihr auch, können wir einfach mal so einen Stein nehmen. Gucken, wer da runterläuft. Und dann... Wow! Okay, wenn man mit den Dingern ein bisschen zielt, kann man da echt... Achtung! Einfach abgeschossen. Boom. One-Shot. Ja gut, wenn da so ein 100 Kilo Stein. Hilfe. Einfach mal einen Stein drauf werfen. Werfen eine Mütze? Nee, werft einen Stein. Wupp. Ich denke mal, auf jeden Fall wird es noch mehr Maps hier geben. Wird auch noch gebalanced werden, weil... In die Matches, wo ich bis jetzt gesehen habe, kommt der Feind nicht hier rein. Also die ersten paar, aber der kommt nicht bis zum Ende. Jetzt werfe ich den Stein mal. Oh, bringt nichts. Der Stein hat nichts gebracht. Und jetzt bin ich mal gespannt, als was wir spawnen. Ich würde tendenziell gleich mal als was richtig Gutes spawnen. Und zwar Stronger Bow und Strong Arrows spawnen. Sind wir hier schon als Verteidiger und ihr wisst ja, Britannia, das als stärkste Bogenfraktion, ist halt echt geil. Da unten ist das Tor noch offen. Warum ist das Tor offen? Okay, nee, jetzt macht das zu. Das muss man manuell öffnen und manuell schließen scheinbar. Okay, da oben weiß ich, sind Ballisten. Ich schau mal, ob ich da irgendwie einen bekomme und ihr seht schon, hier sind überall Pfeile und anderes Zeug. Das ist ein bisschen anderer Spielmodus. Hier kann man auch Steine runterwerfen. Also das ist echt schon... sehr getreu. Und hier oben ist eine Basiliste. Und, oh, sogar mit Feuer, ey. Wie funktioniert die? Boah, das sind... Habe ich irgendwas getroffen? Wie kann ich die... Ah, Rechtsmaus fliegt. Okay. Ah, okay, dann kann ich das da drauf machen. Und kann den Belagerungsturm da üben anzünden. So und so viel Damage habe ich gemacht. Nachladen. Ist auf jeden Fall lustig. Das ist ja geil. Rein damit. Und dann schieße ich den Belagerungsturm nochmal da hinten ab. Keine Ahnung, ob ich irgendwie was treffe. Please destroy. Bin doch schon dabei, Junge. Den Belagerungsturm zu zerstören. Ich glaube, wir haben ihn schon wieder getroffen. Keine Ahnung, wie oft man den treffen muss, dass da irgendwas passiert. Aber hier oben ist man halt sehr sicher. Man hört, wie unsere Harris da die ganze Zeit schießen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich schieße gleich auch mit dem Bogen hier lieber runter als, na. Aber jetzt kann ich auch nicht mal weiter rüber schießen. Kann ich hier runter? Vielleicht auf den? Ach, ich schieße jetzt hier mit dem Bogen lieber weiter. Ah, wo ist der Bogen? Hier. Und
Hopp, Junge. Vor allem das Lustige ist halt, wir können halt wirklich die schweren Pfeile auch dann dauerhaft aufheben. Können wir da reinschießen? Ah, ich treffe da nicht sonderlich gut. Ah, der hat getroffen wenigstens ein bisschen. Der hat wieder getroffen, ein bisschen so. Ah, nee, nee, ich glaube, ich habe das Fahrzeug getroffen. Aber hier oben, der Platz ist echt OP. Ganz ehrlich. Au, 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 die haben... Kann ich hier in Ego-Ansicht? Das wäre geil. Ego-Ansicht ist wesentlich geiler hier. Ah, ich treffe ihn nicht, ich treffe ihn nicht. Oh! Wir gehen mal lieber einen Schritt zurück. Ist nicht ganz so geil trotzdem, das Spot. Ist schon geil, na? Aber ich denke, wenn wir in der Ebene weiter unter wäre, rund unten wären, wäre es tendenziell ein bisschen geiler hier. Ich glaube, ich gehe jetzt auch mal hier, oh, Junge! Okay, der wurde down gemacht. Wir müssen auf jeden Fall... Ah, shit! Wir wurden schon gut angehittet. Da rechts irgendwo... Was ist das hier? Was ist das? Keine Ahnung, ich glaube... irgendwas füllen konnte man da. Oh, 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 der Feind ist da durchgekommen. Oh, 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 vielleicht mal ein Steinchen nehmen. Wir müssen aufpassen. Gut, okay, der Feind sitzt wieder da vorne. Au! Jetzt wurde ich kaputt geschossen. Oh Mann. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen, hätte jetzt nicht unbedingt so spielen sollen. Aber ich muss mir auch hier erstmal reinfuchsen. Schade. Jetzt könnte ich nur noch den da machen. Hab nicht sehr viel gerissen. ja, nehme ich lieber den. Oder das Schild? Ich nehme lieber das Schild. Als so eine Schildwache können wir auch schon mehr reißen, denke ich mal. Wir haben doch noch alles offen. Ich habe jetzt nicht so geil gespielt. Wir müssen auf jeden Fall hier so verteidigen. Warum willst du das Pferd schlagen, Junge? Pferd hat dir nichts getan. Können wir das reparieren irgendwie? Die Tore, oder repariert sich das automatisch? Das ist hier die Frage, die ich hätte. Ah, Tor geschlossen. Na, jetzt kommst du hier nicht mehr raus, mein Freund. Aha! Au! Haut ihn kaputt. Ich glaube, das innere Tor kann, also das kann man vollständig zerstören, aber das äußere, das kann nur durchbrochen werden. Also nicht zerstört, sondern nur durchbrochen. Soweit ich das jetzt verstanden habe. Boah, Jungs. Hau doch einfach mal drauf hier. 10 gegen 1 und keiner schafft es, den zu töten. Ja, endlich. Das Tor hier können wir nicht schließen. Gleich verteidigen. Das Tor. Oh doch, kann man wieder direkt schießen. Okay, das finde ich ein bisschen OP. Und weiß nicht, warum der auf sein Pferd aufhackt. Oh, E und D verlieren wir. Okay, die seitlichen Sachen auf jeden Fall. Ah, scheiße, komme ich hier nicht hoch? Ich will hier hoch. Ah, nee, ich komme hier echt nicht hoch. Ist das doof? Lol, jetzt komme ich da nicht hoch. Wie ist denn das? Wie bekackt ist denn das jetzt mal, ehrlich? Ja, na? Geil. Bin ich hier für immer gefangen. Ach man! Wie bekackt ist denn... Ah, jetzt! Oh, wir müssen unbedingt die Punkte rechts und links erobern. Dass wir durchkommen. Okay, da hinten, da hinten, da hinten ist die Party und die Party geht ab. Oh, ich sag, geht weg hier! Alter! Hopp, Junge! Oh, helf, schlag doch mit drauf ein, Junge! Gut, wir haben zwei. Wir haben zwei gekillt. Alter, warum schlag ich so ultra langsam? Schlag ich immer schon so ultra langsam? Hinterher, Männer, hinterher, hinterher. Gut, E haben wir auch jetzt schon wieder eingenommen. Wunderbar. Gut, wir haben die zwei Sachen wieder eingenommen. Ihr seht, wie schwer das halt einfach ist, weil die müssen den dauerhaften Strom hier aufrechterhalten. In so Spielen wie Total War allgemein, in solchen Spielen, ist es einfacher. Aber wenn jetzt hier
weil man halt ja mehr Truppenkapazitäten hat. Da spielen wir halt mit 1200 Truppen und nicht mit hier 60 gegen 60 ist hier das Maximale. Wir spielen hier gerade mit 46 gegen 46. Und ja, da ist halt wirklich der kleine Unterschied hier, den man hier bei den Games hat einfach. Und hier, das ist einfach schwerer. Das ist einfach sehr, sehr schwer, als Angreifer hier irgendwas Anständiges zu reißen. Das muss ich halt einfach sagen, so wie es ist. Junge, du bist auf meiner Seite. So, darf ich? Hier, pick up. Alter. Junge, Junge, Junge. Und ihr seht auch, das Spiel ist alles andere als optimiert. Ah, hopp, läuft hier einer mal lang. Kann ich immer einen Stein werfen. Lagging. Oh nee, das laggt hier. Ach, ich werfe einfach mal runter. Weg damit. Oh, es laggt jetzt auch hier gerade. Da unten schreiben sie es ja auch. Okay, da unten sind die. Ist rechts und links alles noch heile? Oh, hier, 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 hier. Was ist denn hier los? Madame! Hinsetzen! Meine ich wohl auch. Boah, leckt das. Okay, das erklärt dann, warum ich so einen langsamen Schlagintervall habe. Alter, ist das hier ein Gelegge, ey. Aber die Server sind hier leider schon ein paar Mal abgetrudelt heute. Ich weiß nicht, ob das Lecken gerade für mich vorteilhaft ist oder eher nachteilhaft. Ich kann es nicht so ganz so hundertprozentig sagen, leider. Aber ihr seht schon, das ist... Das muss irgendwie leichter gemacht werden. Entweder, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit man, also wie lang man braucht, um einen Punkt da jetzt einzunehmen. Also insgesamt, wie viele Sekunden, das weiß ich jetzt nicht. Aber wahrscheinlich, das könnten 90 Sekunden schon sein oder so. Ich glaube schon. Aber 60 Sekunden wären auch schon mehr als ausreichend, wo man so einen Punkt jetzt hier einfach halten müsste, ne? Das wäre einfach, fände ich besser, wenn man den nur 60 Sekunden halten müsste oder so. Dass es als eingenommen gilt, weil als Verteidiger, ihr seht, das... ja. Oh, 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 wow. Nein, nein, nein. Oh, was war das? Lol, ist das laggend jetzt hier gerade. Schade, ne, aber ich glaube, jetzt ist er aber gefretched, oder? Das sind halt die Tests, wo die da aktuell noch machen. Schade. Ja, Victory. Toll. Toll. Oder? Das war doch die Runde, wo wir drin waren. Ich habe nur gelesen, Britannia gegen Azerai. Ja. Ja. Es, ja. 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 Ja, 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 ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, schade, ne? Ach, Manometer, sag ich da einfach nur. Manometer. Ja. Hättest nicht die 5 Sekunden noch länger drin lassen können. Ah, fürchterlich. Play, jetzt drücke ich nochmal drauf. Refresh. Ja, jetzt ist es weg. Ah, das ist verbuggt wie Sau, ey. Verbuggt wie Sau. Boah. Also ich denke, ja. Boah, da muss ich echt mal schauen. Weißt du, das ist halt auch blöd, ne? Verbuggte Runden. Aber da, das hätten wir jetzt locker gewonnen. Oder haben wir ja jetzt da auch gewonnen. Musst du das Spiel, den Taskmanager mal erstmal töten. Dann nochmal neu starten und dann nochmal rein. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, ne? Aber, ja. Also, ich finde, Mount & Blade 2 Bannerlord Siege richtig geil, wo man 60 gegen 60 Leute spielt. Das ist nochmal ein ganz anderes Spielgefühl. Aber ich habe ein bisschen große Bedenken. Zwei große Bedenken habe ich. A, es ist ungebalanced, wie Sau, weil der Verteidiger gewinnt eigentlich immer. Also, ich habe da noch nirgends gesehen, dass da der Angreifer gewinnt. Weil, ganz ehrlich, erstmal das allein zu koordinieren und alles nah, das ist auch schon sehr schwer. Mit 60 Randoms da einen koordinierten Angriff hinzubekommen,
bekommen, ist sehr, sehr schwer. Da bekommt man es besser hin, unkoordiniert eine Burg zu verteidigen. Sag ich ganz ehrlich, weil man ist oben auf seinen hohen Mauern, kann runterschießen und vor allem diese Burg mit zwei Wällen. Ihr müsst euch das mal auf die Zunge vergehen lassen. Außenwall, dann kommt die Mauer, dann in den Hof noch ein Wall, Mauer und das ist schon sehr schwer. Dann das zweite Problem, was ich jetzt sehe. Das Spiel soll ja angeblich am 31. rauskommen, ne? Das sind 11 Tage. Die Bugs, wo wir jetzt heute allein in Siege gesehen haben, die machen mir Kopfzerbrechen, weil es fliegen immer noch zu Pferde und anderes Zeug, wenn die abgeschossen werden, wild durch die Gegend herum. Die Server buggen rum wie Sau, das habt ihr jetzt auch gerade gesehen. Dann auch, es sind ja hier mehrere Server verfügbar. Es ist Asien, Europa, Nordamerika, na. Wenn ich schon auf Europa spiele, na, dann erwarte ich, dass die Server ein bisschen stabiler sind. Aber selbst das haut nicht so hundertprozentig hin. Also, boah, ich sehe halt ultra viele Baustellen momentan noch. Das ist... Klar, ist wieder ein neues Update rausgekommen und ich denke, die werden jetzt auch nochmal richtig in die Pötten reingehen, dass die hier Updates, Updates, Updates raushauen, aber so wie es jetzt momentan ist, ist es schon ein sehr straffer Zeitplan bis zum 31.03. Wie gesagt, das sind 11 Tage. Also ich glaube eher, der Singleplayer wird vermutlich fertig sein. Das denke ich schon, dass das Singleplayer fertig ist, außer ein paar Feinheiten alles, aber der Multiplayer, also man kann nur hoffen, dass der Singleplayer fertig ist und die ganzen Bugs, wo Multiplayer sind, nicht im Singleplayer drin sind. Ansonsten in 11 Tagen das rauszuhauen, sage ich ganz ehrlich, das ist schon eine Mammutaufgabe, muss ich sagen. Auch für, die sind ja nicht das größte Entwicklerstudio, aber jetzt auch nicht das kleinste. Es sind ja schon einige Leute, ne? Es ist, ich weiß nicht. Könnt ihr eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so gelassen darauf hinschauen könnte. Und ja, von dem her bedanke ich mich dann auch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem soweit gefallen. Leider ist das Match gedingst, aber es ist echt fürchterlich. Man versucht da auch hier gescheite Matches zu bekommen. Und, aber das ist halt wirklich kaum zu handhaben, ne? Würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!